Willkommen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle zu unserer Gratis-Kulturreise eingecheckt haben. Lassen Sie sich entführen auf eine unvergessliche Reise durch unser Projekt. Vor einiger Zeit waren wir schon einmal hier im kleinen Walsertal und durften uns einige interessante Vorträge anhören. Inspiriert wurden wir fünf Mädchen, Nicole Wallstein, Veronika Grösse, Sarah Beck, Julia Moll und Leonie Pink, durch den Vortragenden Professor Dr. Markus Hengstschläger mit seinen Worten: Jeder ist verschieden, niemand ist anders. Und wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist? Donnerstag? Ja, das auch. Aber viel wichtiger, heute ist Weltflüchtlingstag. Viele Menschen meinen, dass man in ein anderes Land reisen muss, um die Kultur kennenzulernen. Dieses Klischee griffen wir auf, um das Gegenteil zu beweisen. Da wir gerne ein soziales Projekt machen wollten, kamen wir nach langem und intensivem Überlegen auf das Flüchtlingsheim für Frauen und Kinder in Beetzau. Es steht seit April 2005 im Zentrum der Marktgemeinde. Zurzeit sind insgesamt 21 Frauen und Kinder im Haus untergebracht. Trotz der verschiedenen Nationen und Kulturen der Heimbewohner herrscht ein harmonisches Zusammenleben. Wir überlegten uns, wie wir die Kultur der Menschen im Flüchtlingsheim am besten kennenlernen können und kamen auf die Idee, das Ganze mit der Küche zu verbinden. Da in jedem Land und jeder Kultur unterschiedlich gekocht wird, wollten wir auf diesem Wege einander kennenlernen. Uns interessierte zusätzlich das Befinden der Flüchtlinge in unserem Land und unserer Gesellschaft. Auch über die Herkunft und Anreise wollten wir mehr erfahren. Aber jetzt stopp! Wie habt ihr denn eigentlich den Kontakt aufgebaut? Oder seid ihr einfach in dieses Heim reingespaziert? Nein. Zuerst versuchten wir telefonisch Kontakt mit dem Flüchtlingsheim aufzunehmen. Als dies aber erfolglos war, gingen wir kurzerhand auf einen Besuch hinüber. Dort wurden wir von den Heimleitern gleich auf die Hausversammlung eingeladen, bei der wir einige Tage später unser Projekt vorstellten. Viele hochgehaltene Hände und fröhliche Gesichter auf unsere Frage, wer möchte mitmachen, waren für uns ein großer Ansporn. Unsere Idee war, dass uns jede Frau ein Rezept aus ihrer Heimat abgibt, damit wir diese dann zusammen kochen konnten. Da diese Menschen, manche schon länger, andere weniger lang in Österreich leben, war für uns klar, dass auch eine typische Speise aus dem Brienzerwald gekocht werden muss. Ja, nicht schlecht, aber wie habt ihr das Ganze umgesetzt? Das war so. An Christi Himmelfahrt war es soweit und wir haben unsere Gäste eingeladen und holten sie ab. Uns war es wichtig, dass das an einem Feiertag passiert, da sie wissen sollen, dass dieses Projekt für uns etwas Besonderes ist. Als sie da waren, wurde nicht lange herumgestanden und alle machten sich schon tagkräftig an die Arbeit. Nicole, Julia und Sarah halfen ihnen, die Dinge in der Schulküche zu finden. Eine der Frauen sprach schon gutes Deutsch und eine andere Englisch. Sie dolmetschten uns durch den Tag. Die anderen konnten leider nur wenig Deutsch, aber trotzdem fanden wir einen Weg, uns mit ihnen zu verständigen. Die Flüchtlinge haben von selbst begonnen, ihre eigenen Rezepte zu kochen und halfen auch bei unseren Gerichten mit. Nach 2 Stunden waren alle fertig mit ihren Speisen und wir deckten im Servierraum auf. Und was habt ihr da alles über die Flüchtlinge erfahren? Erzählten sie euch viel? Erfahren haben wir einiges, zum Beispiel über Dagmara aus Tschetschenien. Die 36-Jährige flüchtete vor 6 Monaten nach Österreich, weil sie nicht wollte, dass ihren 3 Töchtern das gleiche Schicksal wie ihr widerfährt. Dagmara wurde zwangsverheiratet, da es in Tschetschenien Brauch ist, Frauen ohne ihren Willen zu verheiraten. Sie wünscht ihren Kindern ein anderes, besseres Leben. Ihr Ex-Mann wollte ihre Töchter entführen. Deshalb traute sie sich nicht mehr, die Kinder in die Schule zu schicken. Dagmara zahlte einen hohen Preis für die Sicherheit ihrer 3 Mädchen, nämlich mit dem Verlust der Heimat und Familie. Auch Lydia, die mit 69 Jahren die älteste Bewohnerin im Flüchtlingsheim ist, verschwieg uns ihre Geschichte nicht. Ihre Tochter flüchtete vor 11 Jahren vor dem Krieg in Tschetschenien. Nun hatte sie dort niemanden mehr, der sie unterstützte oder der ihr beistand, wenn es ihr nicht gut ging. Lydia blieb allein und in Armut zurück. So entschloss auch sie sich vor 5 Jahren später zur Flucht aus ihrer Heimat.
Sie wollte endlich ihre Tochter wiedersehen. Die 29-jährige Razia aus Afghanistan floh mit ihrer kleinen Tochter Madina, ein Jahr alt, vor den Taliban. Razias Mann wurde von den Taliban umgebracht, weil er als Dolmetscher für die Amerikaner arbeitete. Die Afghanin bangte auch um ihr Leben und um das Leben ihrer Tochter. Deshalb floh sie mit Schlittern nach Österreich. Auch Sharifa erzählte uns ihr Schicksal. Die 32-jährige Afghanin verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Haushälterin. Doch das passte den Taliban überhaupt nicht. Für sie gehörte eine Frau ins Haus und sonst nirgendwohin. Als Sharifa von einer Gruppe bewaffneter Männer bedroht wurde, entschloss auch sie sich zu flüchten. Sie sagte, alles was ein Mann sagt, muss eine Frau auch tun. So wollte sie nicht mehr leben. Sie ist froh, in Österreich zu sein, denn hier fühlt sie sich wie ein Mensch. Hier kann sie Mensch sein. Das sind alles sehr traurige Geschichten. Also wechseln wir lieber wieder zu etwas anderem. Was haben die Kinder eigentlich gemacht, während die anderen kochten? Veronika und Leonie kümmerten sich gut um die Kinder. Rihanna war die einzige der drei Mädchen, die Deutsch sprechen konnte und auch so gut wie alles verstand. Somit übernahm sie den Job als Übersetzerin. Anfangs gab es noch ein paar Verständigungsschwierigkeiten, doch nach und nach lockerte sich die Situation. Bei späteren Sportaktivitäten brach das Eis endgültig und die Mädels hielten uns auf Trab. Was gab es eigentlich zu essen und wie hat es geschmeckt? Das ausländische Essen war für uns eine ganz neue Erfahrung. Es gab Chaboli Palau und Mantu aus Afghanistan und beides war sehr köstlich. Wir kochten Kässpätzle und Riebel aus unserer Region und mussten aber leider gleich einsehen, dass es bei unseren Gästen nicht allzu gut ankam. Unter dem Essen wurde nicht viel gesprochen, jedoch lockten sie sich immer wieder untereinander für das fantastische Essen. Alle halfen danach tatkräftig beim Abräumen und Abwaschen mit. Man merkte gleich, dass es ihnen viel Spaß machte und sie große Freude an dem gemeinsamen Projekt hatten. Das klingt ja alles ziemlich gut. Was habt ihr denn mitgenommen aus dieser Erfahrung? Nun, schlussendlich kann ich mir sagen, das Projekt hätte nicht besser gelingen können. Das verdanken wir vor allem den Frauen, die sich bereit erklärt haben, an unserem Projekt teilzunehmen. Wir haben gemerkt, dass sie wirklich interessiert an unserem Projekt waren und mit Freude und Engagement dabei waren. Auch wenn die meisten Frauen nicht wirklich gut Deutsch konnten, war es nicht so schwer, mit ihnen zu kommunizieren. Wir Mädchen bewundern die Frauen sehr, wie sie mit den schweren Schicksalsschlägen umgehen. Ebenfalls wurde durch die Zusammenarbeit mit ihnen klar, dass die schlechten Deutschkenntnisse nicht daran liegen, dass sie die Sprache nicht lernen wollen, sondern einfach keine Chance dazu haben. Oftmals werden sie von Einheimischen beschimpft, wenn sie kein Deutsch können. Die meisten haben Kinder und können somit die Deutschkurse nicht besuchen. Das heißt, dass sie vormittags nicht ohne ihre Mutter sein können. Die Deutschkurse finden meistens am Vormittag statt und darum können sie an denen nicht teilnehmen, da viele noch kleine Kinder zu Hause haben. Es muss wirklich schwer für die Frauen, insbesondere für die Kinder sein, sich in einem Land zu integrieren, wenn man die Sprache nicht spricht und die Einheimischen einen nicht wirklich unterstützen, sondern den Kontakt mit denjenigen eher meiden. Uns wurde klar, wir können helfen. Um unsere Reise nie zu beenden, beschlossen wir den Bewohnern, vor allem den Frauen mit den sehr jungen Kindern, Deutschkurse anzubieten. Besonders den Kindern möchten wir so schnell wie möglich helfen, die Sprache zu erlernen, dass sie Freunde finden können und das schwere Schicksal, welches sie durchgemacht haben, leichter zu verarbeiten. Nun haben wir noch ein kurzes Video, das ein paar Eindrücke von unserem Projekt mit den Flüchtlingen zeigt. Of my eyes on the things I've never done. She
are swaying from an old clothesline. Like a row of cashier goes on golden grass. There's never much, but we've made their goals. Welcome home. Und vor allem haben wir neue, freundliche Menschen kennengelernt, die zwar alle verschieden, aber doch nicht anders sind wie wir.